Die Fed hat bei ihrer letzten Sitzung im Juni die Zinsen nicht angehoben mit der Begründung, naja, wir wollen mal gucken, erstens, wie die Daten reinkommen, aber vor allem, wie die Lage im Bankensektor wirklich ist. Und gestern Abend sind die Ergebnisse des Bankenstresstests veröffentlicht worden und siehe da, oh Wunder, alle 23 gestresstesteten Banken haben diesen Test bestanden, allerdings mit unterschiedlicher Qualität, dazu gleich mehr. Und damit ist der Weg frei jetzt für weitere Zinsanhebungen. Paul hatte gestern auf dieser Notenbankerkonferenz gesagt in Sintra, ja, also die Headline-Inflation, CPI, Consumer Price Index, die wird runterkommen, gar keine Frage. Aber das Entscheidende für uns ist die sogenannte Core Inflation, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie. Warum? Weil zum Beispiel Energie ja sekündlich bepreist wird, das heißt, Preise verändern sich permanent an der Tankstelle. Der Ölpreis etc., ähnlich auch mit Nahrung, da können sich Preise relativ schnell verändern, aber eben die Kerninflation ohne Nahrung und Energie, etwa Mieten, die sind träge, die sind klebrig, das dauert, bis da Veränderungsprozesse sich eben durchwälzen. Dementsprechend dürfte die Inflation in der Kernrate hoch bleiben und in der Headline-Zahl deutlich nach unten gehen, aber das ist laut Paul nicht wirklich relevant, sondern die Kerninflation ist relevant. Also dürfte man, auch wenn die nächsten Inflationsdaten im Juli jetzt niedriger reinkommen, dennoch die Zinsen anheben, nachdem man jetzt grünes Licht bekommen hat von den Bankenstresstests. Schauen wir uns mal diesen Bankenstresstest an. Jetzt hat man einen Marktschock hier imitiert, nämlich man testet gegen größere Inflationsdruck und steigende Zinsen. Es ist ein bisschen spät. Man hat ja zum Beispiel bei vorherigen Stresstests den Anstieg der Zinsen überhaupt nicht mitgetestet, welche Auswirkungen das haben würde. Also kaum ist die Inflation fast zweistellig gewesen letztes Jahr und sind die Zinsen über 5%, schon kommst du auf die Idee, dass du das machst. Und einer der Testkriterien war auch, dass die Commercial Real Estate Preise, also die Preise für Gewerbeimmobilien, 40% fallen. Genau das ist passiert inzwischen. Die Preise sind bereits 40% gefallen. Also es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte. Und siehe da, auch eine Credit Suisse hat diesen Test bestanden. Also jene Bank, von denen die Schweizer Behörden sagen, hätten wir am Sonntag diese Bank vor einigen Wochen, Monaten nicht gerettet, dann wäre sie am Montag bereits platt gewesen. Also das ist schon lustig. Die anderen Pleitebanken wie etwa Signature Bank oder Silicon Valley Bank sind leider nicht mit gestresstestet worden. Die hätten bestimmt auch mit fliehenden, wehenden Fahnen das Ganze bestanden. Hier sehen wir mal Category 1. Das ist gut. Category 4 ist mies. Da sehen wir zum Beispiel Citizens Financial Group ist mies. Credit Suisse hat Kategorie 3, also nicht ganz mies. Charles Schwab Kategorie 3, wichtig. Und dann BMO Financial, die sind sehr stark im Gewerbeimmobilienbereich. Also man differenziert ein bisschen, okay. Aber schauen wir uns mal hier die Banken an. Den KBW Bank Index, der ist seit einem Jahr etwa gut 20% im Minus. Die Banken sind nicht wirklich die Gewinner dieser ganzen Geschichte. Dennoch gestern Wells Fargo auch mit gutem Urteil, Bank of America mit gutem Urteil, Citigroup weniger seitens der Fed, deswegen diese Aktien, nämlich Bank of America und Wells Fargo, gestern nach oben. Aber hier eben nochmal dieser Freifahrtschein jetzt für die Fed, die Zinsen weiter anzuheben, und man wird wohl die Eigenkapitalanforderungen anheben. Es gibt Kritiker dieses Stresstests, die sagen, warum habt ihr nur 23 und nicht 34 Banken geprüft, nämlich diese Banken, die so zwischen, die 11 Banken, die zwischen 100 Milliarden und 250 Milliarden an Assets haben, also praktisch so Banken der zweiten Kategorie, aber scheinbar doch systemrelevant, sonst hätte man nicht etwa bürgen müssen für die Einlagen bei Silicon Valley Bank etc. Und er sagt, die Banken sind unterkapitalisiert angesichts der Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Dazu zählt zum Beispiel, ja, dass sie massive Verluste in ihren Portfolios durch die Anleihen haben, die sie zu Zeiten von Nullzinsen und sehr hohen Kursen gekauft haben. Jetzt sind die Zinsen gestiegen, die Renditen gestiegen, dementsprechend die Kurse gefallen. Das heißt, die Banken sitzen auf einem ziemlichen Verlust. Und
Also hier gibt es durchaus auch Kritiker, die sagen, das ist im Grunde ein stressloser Stresstest, den ihr hier macht. Wir sehen aber den Stress im Bankensystem bei der Kreditvergabe. Die Bank Lending Standards, also die Kriterien, nach denen Banken Kredite vergeben, die sind deutlich strenger geworden. Wir sehen, dass dann die Default Rate, also die Pleiterate, dann auch mit nach oben geht im Gefolge. Ich hatte gestern schon eine Grafik gezeigt, dass die Bankrotte in den USA signifikant gestiegen sind. Aber nochmal zurück zu den Banken. Die Wall Street ist extrem short, sowohl in Regionalbanken als auch in US-Banken. Da könnte also im Finanzsektor so ein Short Squeeze erfolgen. Könnte wieder mal eine Rotation kommen, vielleicht diesmal in Finanzwerte, weil die sind ja so super gesund, wie die Fed uns gesagt hat. Und raus woanders, vielleicht aus dem überbevölkerten Tech-Sektor, denn wir hatten ja diese Notenbankerkonferenz in Sintra, Portugal. Hier sehen wir, dass daraufhin die Zinsanhebungswahrscheinlichkeiten für alle Laufzeiten praktisch nochmal gestiegen sind. Wir sehen, dass die Zinskurven weiter sich invertiert haben, also die Märkte, die Anleihemärkte zumindest immer stärker von einer Rezession ausgehen. Wir sehen hier die Anleihe, einjährige Anleiherendite jetzt 5,33%, höchster Stand seit Dezember 2000, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt im Juli die Zinsen anhebt, bei 81,8%. Insgesamt geht man davon aus, dass also bis Jahresende, bis Januar, die Zinsen unverändert hoch bleiben und dann erst in 2024 die Zinsen deutlich sinken werden. Warum ist die Fed, sind andere Notenbanken, sind Lagarde, sind Bailey von der Bank of England gestern doch sehr klar gewesen in ihrer Aussage, wir müssen die Zinsen weiter anheben? Nun, weil diese Inflation in der Kernrate nach wie vor sehr, sehr hoch bleibt, auch wenn sie in der Headline-Zahl nach unten kommt. Und wir sehen hier mal eine Umfrage unter Amerikanern. Inflation ist für die Amerikaner das Top-Problem schlechthin. Und warum? Mit 65% der Antworteten sagen, das ist das Top-Problem. Und warum ist das so? Das sehen wir hier zum Beispiel auch bei den Supermarktpreisen. Da haben wir jetzt einen Anstieg innerhalb von 4 Jahren von 38%. Und interessant ist, dass die Volumina der gekauften Waren sogar zurückgeht, aber die Preise eben so stark gestiegen sind, dass insgesamt der Umsatz deutlich höher ist, obwohl weniger Waren gekauft werden, weil die Leute sich immer weniger Waren leisten können. Deswegen ist es eben so zentral für die Notenbanken, diese Inflation nach unten zu kriegen, weil sonst die Leute aus dem Konsum kippen. Gestern, naja, ich sag mal so, es war ein bisschen wenig Veränderung in der Summe. Dazwischen war es ziemlich volatil. Wir sehen den VIX weiter wieder rückläufig. Nasdaq, der eigentlich durch diesen Nvidia, durch den Chip-Ban Richtung China, den die Amerikaner offenkundig planen, unter Druck sein sollte, war mal wieder der Gewinner. Wir sehen, dass Energie gestern deutlich gestiegen sind. Materials und Utilities waren die schwächsten Sektoren. Und ja, hier Jerome Powell aus meiner Sicht, ich hatte das gestern im Titel des Marktflüsters schon gesagt, jetzt auch ein Artikel auf Bloomberg, der das aufnimmt. Fighting Inflation with Easing Financial Conditions. Also wie willst du die Inflation bekämpfen, wenn du einen zentralen Bestandteil der Finanzkonditionen, nämlich die Aktienmärkte, praktisch frei laufen lässt? Im Grunde können die Aktienmärkte sagen, dieses Motto Don't fight the Fed gilt nicht mehr, weil die Fed gar nichts gegen Anstiege der Aktienmärkte hat. So zumindest hat sich Paul gestern schwammig geäußert. Nicht sehr, sehr schlau, weil es ihm eben die Arbeit erschwert, aber Paul hat sich insgesamt sehr oft widersprochen. Er hat gesagt, also Rezession, nee, gehe ich nicht davon aus, sehe ich nur eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, um dann zu sagen, dass eigentlich es eine signifikante Wahrscheinlichkeit gibt, dass das unwahrscheinliche Szenario eintritt. Also das ist relativ unlogisch, was der gute Jerome gestern in Sachen Rezession gesagt hat. Erst gesagt, nee, gehe ich nicht von aus, dann ja, gibt signifikante Wahrscheinlichkeit, dass das doch passiert. Wie auch immer, jedenfalls diese Animal Spirits, diese animalischen Triebe, diese Gier, die wird natürlich durch die Fed jetzt nicht mehr behindert. Wir sehen hier die frischen Daten zu der Stimmung der Privatinvestoren. Nochmal ein Ticken rückläufig bei den Bullen, aber die sind nach wie vor dominant mit knapp 42%, 27,5% Bären, etwas weniger als noch in der Vorwoche. Firm Greed Index 77, also wieder im Bereich Extreme Greed. Hier sehen wir mal den Risk Sentiment Indicator.
von Oxford Economics. Schon sehr, sehr hoch, extremer Optimismus. Wir haben die höchste Positionierung seit dem Jahr 2021 an den Märkten. Also es ist nicht so, dass da keiner dabei wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Und Apple hat fast die 3 Billionen Marktkapitalisierung erreicht. Für ein stagnierendes Unternehmen ist es interessant, dass es immer mehr wert wird bei stagnierenden Umsätzen und Gewinnen und sogar teilweise rückläufig. Gratulation. Damit ist Apple mehr wert als der gesamte REIT-Sektor, Immobilien, also Materials, Utilities, Energy und Consumer Staples, also als mehr wert als 5 der 11 Sektoren insgesamt im S&P 500. Das ist richtig lustig und jetzt Apple und Microsoft repräsentieren 14,4% des gesamten S&P 500. Gab es noch nie eine solche Konzentration und wenn man die anderen noch mit dazu nimmt, dann wird es noch krasser, dann sind wir knapp bei 30%. Gestern 70% der Aktien verloren, nur 30% unverändert oder vor allem dann auch im Gewinn. Aber auffallend ist doch, dass die großen Gewinner downgegradet wurden in letzter Zeit. Eine Tesla mehrfach. Wir hatten Downgrades von Google und so weiter. Also es ist sehr interessant. Die Wall Street versucht jetzt langsam offenkundig ein bisschen eine skeptische Haltung einzunehmen. Aber gucken wir uns mal die 3 Säulen der Rallye an, eigentlich seit Jahresbeginn. Erstens China-Hoffnung. Ganz toller Boom in China, hat sich nicht erfüllt. Jetzt muss die Stimulus-Hoffnung herhalten. Dann Zinsen werden nicht mehr steigen, sondern eher fallen. Hoffnung hat sich bisher überhaupt nicht bestätigt, zeichnete sich nicht ab. Haben wir also noch die dritte Hoffnung, der alles überlagernde Faktor ist eben diese KI, Artificial Intelligence. Und jetzt schauen wir uns mal an, wir haben ja jetzt diesen potenziellen Bann von Chips, die für KI eben gebrauchbar wären. Das betrifft besonders Nvidia. Dahinter steht das Bureau of Industry and Security. Kennt kaum einer, aber ist, obwohl es eine sehr kleine Behörde ist, sehr, sehr machtvoll. Die wollen das forcieren. Und jetzt neue Berichte. Die Amerikaner haben sich diesen chinesischen Ballon angeschaut, sie erinnert sich, der dann abgeschossen wurde und amerikanische Technik darin gefunden. Ups, angeblich wurden keine Daten nach China übermittelt bislang. Aber however, das stützt natürlich das Narrativ. Wir müssen gucken, dass wir den Chinesen nicht unsere Technik auch noch verkaufen, weil sonst werden sie uns ausspionieren. Also damit wird natürlich dann die ganze Geschichte auch geistig vorbereitet. Und eins ist ja, glaube ich, offenkundig, dieser ganze KI-Hype, der ist ja so richtig losgegangen mit den Umsatzprognosen von Nvidia, die gesagt haben, im zweiten Quartal machen wir 11 Milliarden Dollar Umsatz. Und alle, boah, da ist ein riesen Wachstum. Aber erste Frage, warum sehen wir keinerlei Wachstum bei dem Bedarf nach Arbeitsspeichern? Ich brauche ja, auch wenn ich Chips habe, brauche ich eben DRAM oder NAND. Also ich brauche Arbeitsspeicher. Wenn ich praktisch versuche in KI irgendetwas zu machen und das Ganze ist nicht passiert, das heißt, wir sehen sogar rückläufige Nachfrage nach Arbeitsspeichern, das heißt, wir sehen, der Sektor insgesamt hat eigentlich kaum Nachfrage und das, was an Nachfrage hier künstlich offenkundig der Fall war, war ein sogenanntes Frontloading der Chinesen, die also in Erwartung dieses Bans, der jetzt sich auch durchaus hier ankündigt, gesagt haben, wir ordern jetzt, was wir können. Also sagt Nvidia, guckst du, super Umsätze im zweiten Quartal. Aber was kommt im dritten und im vierten Quartal? Jenseits der Frage, was würde das bedeuten, wenn dieser Bann kommt? Nämlich hier 21% der Umsätze würden wegbrechen. In Sachen Inflation, nochmal zurück nach Deutschland. Wir haben heute 14 Uhr die Verbraucherpreise aus Deutschland. Erwartet 6,3%. Also praktisch, wenn man zu wenig stark zum Vormonat. Aber wir hatten jetzt schon die Zahlen aus Nordrhein-Westfalen, da kommt ja Bundesland für Bundesland bis 14 Uhr rein. Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich das Wichtigste. Und hier sind wir höher als im Vormonat. Also wir dürften auf jeden Fall nicht unter diese 6,3% zum Vorjahresmonat fallen. Und die deutsche Inflation wird jetzt wieder nach oben gehen aus 2 Faktoren. Erstens 9-Euro-Ticket. Der Effekt wird jetzt praktisch ausgepreist im Basiseffekt. Und zweitens Tankrabatt wird ausgepreist. Das hat damals die Inflation doch durchaus nachhaltig nach unten gebracht. Und die EZB
will er jetzt den digitalen Euro einführen. Und man fragt sich eigentlich, warum? Wir zahlen doch schon digital. Ich kann im Ausland ohne einen Cent Bargeld irgendwie, wenn ich nach Kanada, wenn ich nach Schweden gehe, dann brauche ich gar kein Bargeld mehr. Und dennoch muss dieser digitale Euro unbedingt kommen. Das ist wahrscheinlich doch eine Form der Kontrolle, die dadurch möglich ist. Ich kann dann Zahlungsströme besser kontrollieren etc. Die EZB würde dadurch mächtiger. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die Euphorie in Sachen KI, jetzt auch BlackRock, die sagen eine potenzielle Megakraft. Ja, genau. Es ist wirklich lustig. Natürlich wird es da Game-Changer-Situationen geben, aber wie die ganzen Dinge sich auswirken, wir wissen es schlichtweg nicht. Erste Empfehlung, BlackRock und KI, und zweite Empfehlung, Trump baut den Vorsprung vor DeSantis deutlich aus, aber er würde nach Stand der Umfragen derzeit gegen Biden verlieren. Also die Situation ist tricky, diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.